So, wir sind wieder da bei The Darkness mit Metzger und da vorne steht Vinny. Den wollen wir jetzt mal anschnacken und dann geht es weiter. Hey Jack, so Jimmy told me about the Brimstone Club. Sounds like a real dumpster. You got a hookup over there? You mean me? Well, I mean, I'd never go to a cesspool like that, but I got a friend who goes there sometimes. Who, you know, when it's late at night, when other places are closed. I know a girl there named Venus. Sure, she can help you out. She's a real handful. Two of them, actually. The new owners are real pissy about the door. They don't let nobody bring a gun in. That's fine, though, because you probably want to learn as much as you can before you, you know, do your thing and scare the living shit out of them. Damn right. Okay, then. You ready to get some fucking answers? Würde ich doch mal sagen, wir wollen ja Antworten, ne? Take me to this shithole, Vinny. I thought you'd never ask. Let's go. Jackie, wait! What? What's the matter? This envelope. Where did you say you got it again? Off some dead guy that was paid to kill me. Oh, shit. Something wrong, Johnny? Nothing. Couldn't be them. Because that'd be really bad. I gotta do some more research. Good luck in your killing spree! Me and the boys will take him to the zoo while you're gone. Retards like the zoo. Let's go, Vinny. Attaboy, Jackie. What do you say we go tweak some nipples and see what happens, huh? Ach, du bist so lustig. Eieiei. I remember this one time, when it was summer, hot as balls. Jenny and me were on the stoop with a couple of cones here, trying to cool off. And here comes this fucking kid. You know the type. Asshole all the way. He shoves me over and takes a seat between the two of us. Jenny takes one look at him, dumped her cone right in his lap. That's when he pushed her. So I did what I had to do. I curbed the little fuck. Figured a few months eating through a straw would teach him how to talk to a lady. Jenny didn't talk to me for a week. A little overprotective, are we? Lucky Mannequin, okay. Wir müssen jetzt ins Bordell hineingeraten. Anscheinend sollen wir das auch ohne Waffe tun, oder? Vielleicht, also weil da Waffen nicht erlaubt sind, oder? Wir versuchen es auf einen anderen Weg, ich habe keine Ahnung. Ich bin gespannt. Vielleicht wird es jetzt mal erst einmal etwas weniger gewalttätig. Oh, Essence. Sehr schön. So, machen wir das. Ich glaube, das Achievement kriegt man, wenn man 5 Relikte eingesammelt hat oder so. Wenn mich nicht alles täuscht. Guten Tag. Ach, Puppen. Moment. Puppen? Das kennen wir doch. Warum gefällt mir das nicht? Eine Ratte? Warum stehen hier bitte Schaufensterpuppen rum? Wenn's, ich meine, das ist ein Bordell. No, trust me. This is the good one. Not like I got a choice. Go ahead. Okay, so listen to this one. They have the Gorbachev, Ronnie Reagan, and Tito in the airplane. And hey, don't I know you? I don't think so, Chief. I'm sure you'd remember. I gotta frisk you, tough guy. Mist, jetzt habe ich den Witz auch unterbrochen. Hoffentlich kommt er jetzt nochmal. Fände ich gut. Wirkt nicht so. Staff only. Dürfen wir gar nicht rein. Was machen wir überhaupt hier? Crap. Ach man, jetzt habe ich den Witz unterbrochen. Das ist doch kacke. Hier kommen wir nicht durch. Alles klar. Gehen wir da hin. Hallo, Freunde der Sonne. Yes, that's good. Arms to your sides. This is a friendly joint. No trouble. You packing tonight, hotshot? Oh, me? And spoil a party? Yes, he's clean. Get inside. Have a nice evening. Krass, das ist der Eingang zum Puff. Was ist denn das für eine Absteige hier? Door, pal.
Okay. I can make all your dreams come true. Ich weiß nicht, ob ich das will. Nee, ich glaube nicht. Staff only. Es sieht nicht besser aus hier, also. Hallo. Na. Kann ich dem eine pfeffern? Ah, natürlich nicht. Das ist ja ein friedliches Örtchen hier. Okay. Hi. Hi. Nee. Eigentlich nicht. Ach, das ist Venus. Hallo, Venus. You must be Venus. I'm Jackie, Vinny's friend. Well, any friend of Vinny's is a friend of mine. Why don't you come up to my room? I think I could arrange something special just for you. Ooh. Follow me, handsome. Go on. Nein, du nicht, mein lieber Freund. Ach ja, auch noch so eine Sache, Jackie Estacado darf kein Kind zeugen, also ich glaube zumindest, dass es im Spiel genauso ist wie im Comic, denn sonst wird The Darkness weitergegeben und der alte Wirt stirbt sofort, quasi. Ne? Ja, jetzt? Was jetzt? Ja. Ach so, muss ich hier rein? Okay. Ah. Okay, listen to me. There's no cameras in these elevators, but we ain't got much time. I stashed Vinny's gun in my room. These new guys find it, they'll kill me. They don't play games, Jackie. These are some messed up fucking people. They all tweaked out and shit. Just promise if anything goes wrong, you won't rat me out. So you gotta get up to the third floor quickly. Are you listening to me? Yeah. I got it. Come on, it's this way. Okay, irgendwie mag ich die Frau. Was macht der da? Nee, ich will jetzt gar nicht was. Darkness. Also. Oh, nee, komm. Was für ein Sündenpool hier. Ah, sieht ja auch sehr toll aus. New guy, the hunchback guy, you're gonna ask that fucking abomination for a raise? I figured you could go ask him. You're better at that shit than I am. Just keep your fucking eyes on the job. I come back up here, you're anywhere but right here where you're supposed to be. You can go upstairs and explain. Sehr schöne Atmosphäre hier. Oh, herrlich. Ich würde ja gerne all die ganzen Konversationen mitkriegen, aber. They closed off the top two floors. We figured they was just shooting pornos up there. But then, Chantel went to go see that hunchback guy on the third floor. Now we ain't seen her in a month. Cool. Here, this is from Vinny. Nice. Now you go find these assholes and make sure you give him one for me. Shoot Quasimodo upside the head and put us all out of his fucking misery. Oh, yes. Ach, hier fängt das schon an.
Ach so. Damit ist das gemeint, mit dem in der Luft schweben. Alles klar. Es wird mir einiges klar. Nun gut, ach ja. Nein, klar. Du sollst das nicht kaputt machen, dankeschön. So, was kriegen wir denn jetzt nochmal hin hier? Nix mehr. Sorry. So, wir müssen jetzt in den dritten Stock. Ich weiß nicht genau, wo der ist. Aber wir werden ihn schon irgendwie finden. Denke ich, nehme ich stark an. Achso. Hätte ich die alle gar nicht umbringen müssen? Oder ist das so ein... Ach, ist auch egal. Wir müssen jetzt einfach mal hier so gucken. Beziehungsweise ich möchte einfach mal hier so gucken. Ach nee, 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 Licht, Licht. Okay. Okay, okay. Ah ja, okay. Es scheint, sich hier jeder vor uns zu fürchten. Keine weiteren Bedrohungen. Ja, zumindest hier nicht. Vielleicht kommen die noch. Ja. Oh, na, mein lieber Freund. Jetzt bin ich doch glatt ins Licht gelaufen. Hat er mich doch ins Licht gedrängt. Das gibt's doch wohl nicht. So. Kein Licht hier mehr. Gibt's nicht. Da sind die Treppen. Das ist in Ordnung. Ich brauche immer mehrere Schläge. Das Licht zu treffen, das ist. Das kann ich nicht zerstören, okay. Was verwirrt mich jetzt? Can you get up to that vent? Ah, okay. Ah! Right! I need your help here! Close your peepers a tick! Okay, wir sollen die Augen schließen und brauchen jetzt seine. Wait. Er braucht unsere Hilfe. What did you do? Oh, neat little trick, innit? Now you see what I see, don't you? How's the view? Short. Let's get moving. Okay, cool. Jetzt spielen wir den Darkling. Das dürfte interessant werden. Was ist das denn für ein Vogel? Sieht aus wie der Gimp. Das ist bestimmt der Gimp. Aus Pulp Fiction. Oh, mehrere Gimps. Okay. It was lost. And I'll ask him myself. Victor searched for years. He's scouring. Was war das? Sin produces dark essence. Dark essence gives us power. And sin is profitable. Yeah, okay. Pretty sure that's bad. Yeah. Something's not right here. Ach, das kannst du laut sagen. Aber die haben sich ja den richtigen Ort ausgesucht, wenn sie Sünde suchen. Sich in einem Puff einzunisten. Nicht die dümmste Idee. The Darkness möchte, dass wir diesen Ort verlassen. Können wir hier irgendwas holen? Das sieht so aus, als könnten wir hier irgendetwas holen. Also, scheint doch nicht so. Wait a minute. Get closer to him. I want to see what I'm up against. With pleasure.
About 22 years too late. That close enough for ya? Was sind das denn für Vögel? Okay. Don't believe what you see in here. Religion is the opiate of the masses. Na, ich will auch. Geht nicht. Mensch, aber der Darkling gefällt mir, also. The Darkling cannot survive in the light. Avoid it. Okay. Who is that? Oh, er hat mich gesehen. Hat er mich gesehen? Nothing here. Nee, hat er nicht. Bam und weg. So, da kann ich nicht rüber, das ist zu hell da. Deswegen einfach mal wieder weiter hier hinlaufen. Kann ich den anlocken? Nee. Gut, dann muss ich hier weiter. Okay, da kann ich hoch. Also, Objekte, die glühen, kann ich benutzen, so wie es aussieht. Jetzt habe ich gleich einen Ohrwurm, glaube ich. Danke, Darkling. Ja, ich weiß nicht. Oh, das ist. Das Licht ist überall viel zu hell hier. Man müsste mal irgendwie den Strom ausstellen, glaube ich. Ich glaube, das haben wir jetzt auch vor. Also alles andere würde mich jetzt verwirren. Aber man weiß ja nie, ne? Genau. If I should die before I wake, I'm taking them all with me. There, the fuse box on the wall. Ah. Die erste Priorität, die wir haben, ist Tür öffnen. Und Leuten die Kehle ausreißen. Ja, warum nicht? So. Ah. Der kann doch was. Oh, was geht? Much better. Ja, definitiv. Im ersten Teil gab es eine ähnliche Fähigkeit. Da konnten wir unsere Tentakel durch Röhren schicken. Das war auch keine schlechte Geschichte. Allerdings, wie gesagt. Hallöchen. Das sollen wir doch wohin kriegen, oder? Was ist das? Eine UMP und eine abgesägte Schrotflinte. Ah, ist alles so verlockend. Ah, ich nehme die abgesägte Schrotflinte, die passt irgendwie besser hier. So. Oder habe ich eine... Nee, komm. Wie geil ist denn das? Ach, die UMP habe ich jetzt auch aufgesammelt, okay. Gut, ich guck nochmal eben, ob ich hier im Talentschrein irgendwas Talentmäßiges ausrüsten kann. Ich habe schon wieder eine ganze Menge Essenz gesammelt. Ich stelle gerade fest, ich habe mein T-Shirt falsch rum angezogen. Ja, egal. ja, interessante Nebeninformationen. Ground pound. Slash an enemy into the air and then slash it to the ground for an explosion that will stun close enemies. Das klingt interessant. Allerdings mache ich jetzt erstmal das hier. Da kann ich den Darkling auf Gegner werfen. Das ist auch gar nicht mal so die dümmste Idee, glaube ich. Dark Blast. Grab with the demon arm or detonate an impact when thrown. Ah, nee, irgendwie nicht. Es ginge noch. Demon Blades. The demon arm grows vicious blades for a short time after eating a heart, adding extra damage to the slash attack. Na, na, gucken wir mal weiter. Ein bisschen habe ich ja noch. Was heißt ein bisschen ist gut. Gun Channeling, das wäre eine Idee. Allerdings kostet mir das ein bisschen zu viel. Gucken wir mal, was wir noch so haben. Faster Reloading, ne, passt schon. Hitman Executions. Ground Pound. Ich wollte, glaube ich, so ein bisschen mehr auf die
Ich mache einfach mal das, mal gucken, ob das was bringt. Kann ich noch irgendwas? Combat Belt habe ich schon. Statt Hitman Executions kann ich auch. Ah, ja, dann nehmen wir doch die auch nochmal. Warum nicht? Alles klar. Gleich zwei Sachen auf einmal. Das ist ja wie Weihnachten hier. Hui.